Heute gibt es ein echt leckeres Sauerkrautgulasch, also wirklich lecker. Und am nächsten Tag schmeckt er in der Regel sogar noch besser. Und das Coole ist wieder mal, dass er super einfach zubereitet ist. Für diesen Sauerkraut-Gulasch benötigt ihr Sauerkraut, Gulasch vom Schwein, Rind oder Halb und Halb, gewürfelte Paprika und gewürfelte Zwiebeln. Ich habe einfach eine Gemüsezwiebel genommen. Butterschmalz, grobes Salz, Tomatenmark, Rotwein, Brühe, Tomaten aus der Dose, Petersilie, ganzer Kümmel, Paprikapulver, Oregano, Cayennepfeffer, vielleicht nochmal Salz und Pfeffer und Olivenöl. Außerdem schmeckt dazu Sahne, Creme fraiche oder auch Joghurt als Topping sehr gut. Das Rezept und die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich auf meiner Seite senfdazu.net und den Link dorthin findet ihr übrigens auch in der Beschreibung, in der Infocard und auch am Ende des Videos. Also einfach bis zum Schluss dranbleiben. Beginnt mit dem Backofen, den ihr schon mal auf 180 Grad aufheizen könnt. Dann nehmt ihr euch am besten einen Bräter oder einen anderen großen und ofenfesten Topf und erhitzt ihn ziemlich stark. Darin gebt ihr nämlich dann das Butterschmalz und bratet das Fleisch in mehreren Portionen ganz scharf an. Gebt zu jeder Portion etwas vom groben Meersalz hinzu und bratet auch nur eine Seite an, diese aber dafür sehr stark. Und das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber probiert es aus, es hat seinen Sinn. Sobald das Fleisch von einer Seite eine gute Farbe hat, nehmt ihr es einfach raus und gebt die nächste Portion hinein. Umrühren oder ähnliches braucht ihr eigentlich gar nicht. Das einzige, worauf ihr etwas achten müsst, ist einmal, dass der Boden nicht zu dunkel wird. Hier müsst ihr den Boden dann einfach mit einem Kratzer sauber kratzen. Und wenn nicht genug Öl in der Pfanne ist, gebt ihr einfach nochmal etwas Butterschmalz oder auch Rapsöl hinzu, damit das Fleisch auch anständig braten kann. Das fertige Fleisch gebt ihr dann einfach in eine Schale mit Deckel drauf und lasst es einfach so vor sich hin ruhen. Ist das Fleisch dann komplett angebraten, gebt ihr in den leeren Bräter zügig einen Schuss Öl und dann die Zwiebel und Paprika. Das bratet ihr dann richtig schön für einige Minuten an. Achtet dabei immer ein bisschen auf den Boden. Der sollte nicht zu dunkel werden und wenn er dann mal zu dunkel geworden ist, gebt lieber einen ganz kleinen Schluck Wasser hinzu. Das reinigt nämlich den Boden und sobald das Wasser dann wieder verdampft ist und es wieder anfängt zu braten, könnt ihr mit dem nächsten Schritt weitermachen. Dann gebt ihr nämlich das Tomatenmark und die Hälfte vom Kümmel hinzu und rührt diesen komplett unter. Anschließend löscht ihr alles mit dem Rotwein ab und lasst den Rotwein komplett einkochen. So ist übrigens auch sichergestellt, dass der Alkohol auch wieder komplett verkocht ist. Ist der Rotwein zu einer dicken Soße geworden, gebt ihr den Sauerkraut hinzu und vermischt alles nochmal miteinander. Anschließend gebt ihr dann noch das Paprikapulver hinzu und rührt nochmal gründlich um und lasst alles nochmal ein paar Minuten miteinander braten. Dann kommen die Tomaten und die Brühe hinein, die dann einmal aufkochen sollten und dann könnt ihr die Soße einmal kräftig mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und dem Oregano würzen und abschmecken. Dann gebt ihr noch das Fleisch hinein, rührt einmal alles gut um und dann kommt der Bräter mit geschlossenen Deckel bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen und zwar für gute 2 oder noch besser für 2,5 Stunden. Nach der Zeit holt ihr den Gulasch nochmal raus, entfernt den Deckel, schaut nochmal kurz, ob der Gulasch noch etwas Wasser gebrauchen könnte. Bei mir war es jetzt gut so und dann gebt ihr den Gulasch nochmal für 30 Minuten ohne Deckel in den Backofen und danach ist der Sauerkraut-Gulasch auch fertig. Das Fleisch sollte jetzt richtig schön zart sein und es sollte sich auch bei ganz leichtem Druck zerteilen lassen, also ohne Messer oder so. Und das finde ich mal richtig klasse, oder? Angerichtet wird der Gulasch mit Petersilie und sehr gerne auch Joghurt, Creme fraiche oder Sahne. Ich habe mich jetzt für Joghurt entschieden und kann es super empfehlen. Außerdem schmeckt es frisch super mit Baguette und am nächsten Tag, wenn es dann nochmal richtig eingezogen ist, würde es auch super mit Kartoffeln, Nudeln, zum Beispiel Spätzle harmonieren. Der Sauerkraut-Gulasch ist echt super geworden und ich kann ihn euch wirklich empfehlen. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt und dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Abonniert dafür gerne meinen Kanal, denn nicht nur, dass ihr mich dann leichter wiederfindet und auch keine neuen Videos mehr verpasst. Mehr Abonnenten und Follower bedeutet auch eine tolle Wertschätzung für meine Videos und all das drumherum. Und ab einer gewissen Größe bedeutet es natürlich auch mehr Möglichkeiten für mehr Videoideen. Und da würde ich gerne hin. Also folgt mir auch gerne in allen Netzwerken, denn dann wird es hier auch mehr geben. Ansonsten schreibt mir auch gerne wieder einen lieben Kommentar, wie euch das Video gefallen hat oder ob ihr vielleicht selbst Anregungen habt. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare. Das Däumchen wäre natürlich auch ein Träumchen. Und jetzt wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Euer Pascal von senfdazu.net. Ach übrigens, jetzt solltet ihr hier in dem Feld auch das Rezept sehen. Also könnt ihr euch das Rezept nochmal anschauen. Viel Spaß.